So, und den nehmen wir einfach mal auseinander. Huch, hinter mir ist ja auch einer. Denkst du, du kannst dich verstecken? Ich weiß, das ist dir gerade egal, aber ich schulde dir was für deine Hilfe mit Chama. Was hast du ihr getan? Nichts. Hab mich nie darum gerissen, Vater zu sein. Ganz im Gegenteil. Jakob, warte. Da ist noch was. Ich hab sie schon mal gesehen. Was? Wo? Oh. Ich hörte eine Vision. Im Kälteschlaf. Verdammt, jetzt kommst du auch mit dem Scheiß. Mach mal halt lang. Nein, wir kommen nicht mit dem Scheiß, wir erzählen es nur. Und ja, wir haben sie wirklich gesehen. Sie hat uns gesagt, der Planet wäre mit uns noch nicht fertig. Okay, ich habe mal den Schnellreisepunkt aktiviert. Nein, komme ich da nicht mehr hoch? Wir kommen nicht zurück. Okay, ich dachte ehrlich gesagt, ich kann einfach den Schnellreisepunkt nehmen, aber wir müssen mal reisen. Vielleicht hört dann die Musik auch auf. Okay. Nee, die Musik hört leider nicht auf. Wir müssen aber zurück. Okay, die Musik bleibt. Wir haben echt einen Fehler im Programm, glaube ich. Was die Musik angeht. So, wo muss ich denn lang? Wartet mal. Doch, hier lang. Ich renne mal so schnell ich kann. Die Gegner müssten ja alle weg sein. Hoffe ich. Ansonsten muss ich gleich alles wieder bekämpfen. Aber noch sieht es gut aus. Ich glaube, hier waren schon Gegner, deswegen. Alles gut, wir rennen mal dorthin. Wir füllen mal ganz kurz noch die Munition einmal auf. Danke sehr. So, und dann sprengen wir den wunderbaren Dings in die Luft. Geht's lang? Hier lang. Hoffe ich. So, genau. Wir sind schon angekommen. Die Wege sind Gott sei Dank nicht so weit. Okay, so. Dann spreng ich mal. Hallo? Ah, hier. Anbringen der Sprengstoffs. Und gedrückt halten. Und los. So, der Werfer ist jetzt gleich Geschichte. Hört sich nicht gut an. Hier in die Entdeckung. Bitte sehr, Trench Town. Jederzeit. Wenigstens hat mir Ujio eine Belohnung versprochen. Genau, Belohnung versprechen ist gut. Ujio soll irgendwo sein. Hier hinten ist Dings. Da oben hätten wir den Mentor. Okay, also hier müssten wir dann demnächst hin. Ich würde mal einmal in die Hauptstadt reisen. Wir reisen einmal zurück. Wenn die Musik dann noch da ist, mache ich einen Neustart. Na, also dann ist ganz, ganz klar, dann machen wir einen Neustart. Ich komme gar nicht zurück, ich komme nur ins Camp. Okay, gut, also dann ist die Musik wieder so da. Dann mache ich jetzt mal hier einen Neustart vom Programm und ja, dann sehen wir uns hier gleich nach dem Neustart wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Einmal ausgeloggt, neu eingeloggt. Die Musik hat sich resettet. Kleiner Bug, wirklich kleiner Bug. Dann gehen wir am besten hier oben dahin. Ich habe ja den Wegpunkt schon freigeschaltet gehabt gerade. Ne? Wir kamen ja dann nicht zurück. Aber trotzdem, da ist der Wegpunkt. Wir sollen Seth suchen und der müsste theoretisch dann hier in der Nähe sein. Dann laufen wir mal da lang. Und gucken wir mal. Wir geben die ganzen Missionen ab. Sobald wir die Sache abgeschlossen haben. Okay, also Seth ist umgeben von Tieren. Oh Mann. Okay. Tiere mit Stiefeln. So, die Kleinen sind ehrlich gesagt nicht so das Problem. Es sei denn, ich muss mal nachladen. Moment, dann werden sie vielleicht zum Problem. Okay. Cutscene.
Ja, wer bist du denn? Ganz ruhig, ganz lieb. Der sieht wirklich aus wie ein mutierter Mensch. Ich verstehe jetzt, warum die Leute sagen, im Endgame kann es ein bisschen problematisch werden. Okay, Groß ist schon mal weg. Der Kleine ist... Die Kleinen sind es noch. Was? Nein, der Große ist noch da. Hoppla. Ey, das ist aber unfair. Der hat 2 Phasen. Richtig unfair. Oder ist das ein anderer? Das könnte auch ein anderer sein. Nummer 2 groß sozusagen. Aber so oder so. Unfair. Okay, das war's. So, Brutmutter. Okay, das war eine Brutmutter. Huiuiui. Okay, so. Schrott nehmen wir mit. Wir nehmen auch alles andere noch mit. Ich habe keine Ahnung, was wir hier alles finden. Inventarmäßig gehe ich später durch, ne? Also Loot checken wir dann später. Aber ganz ehrlich, das war ja... Wow, haarig. Und wenigstens haben wir keine Dauer-Combat-Musik mehr. Das freut mich. Okay, also ein bisschen bugbelastet ist es manchmal, das Spiel. Haben wir ja auch schon festgestellt, ne? Ist ja nicht weiter schlimm. Und ja, ich weiß, die Leute diskutieren alles, müsste viel besser sein und was auch immer. Aber ganz ehrlich, guckt euch mal alte oder ältere Spiele an. Es gab viel, viel schlimmere als das hier. Also mein liebstes Beispiel für ein richtig schönes verbuggtes Spiel war Day and Light, hieß es, glaube ich, war ein MMORPG. Später kam ein ähnliches oder beziehungsweise ein namengleiches Spiel nochmal raus. Das hatte mit dem Vorspiel aber, glaube ich, gar nichts zu tun. Und ganz ehrlich, die erste Fassung, die flackerte nur. Es gab ständig, ja, die Map war weg, die Figuren liefen in T-Form rum etc. pp. Und das war eine Release-Fassung. Ja, also es war noch nicht einmal eine Beta, nicht eine Alpha, es war... eine Release-Fassung, also das kannst du dir nicht vorstellen. Okay, ist aber schon sehr lange her. Was ist hier passiert? Gute Frage. Leck mich am Arsch. Jakob, Seth ist tot. Was? Wie? Er wurde noch nie besiegt. Man nennt ihn Moloch. Jakob, es gibt noch einen Veränderten. Einen mit mehr Macht als Seth. Wow, das sind ja scheiß tolle Neuigkeiten. Oh. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, ich befürchte, Moloch müssen wir demnächst mal vernichten. Ich hab ihn gesehen. Er ist verbrannt. Wir rücken bereits zur Front vor. Jetzt wird's Zeit, dass du Wort hältst. Ja, gleich. Ich habe noch ein paar Nebenmissionen, aber das ist überraschend, dass er tot ist. Und wir haben endlich erklärt bekommen, wir haben noch den einen Alchemisten. Den einen Alchemisten eliminiert und da konnten wir doch sehen, wie der gestorben ist. Das liegt an ihren Fähigkeiten. Hier haben wir es gesehen. Die Cutscene war bloß blöd gemacht. Da hätten wir auch sehen müssen, wie sie sozusagen vor dem Toten steht, die Augen leuchten, sich an den Kopf fest und dann hätten wir verstanden, dass das eine Vision ist, die sie da hat. Okay, wahrscheinlich ist der Nebenquest nach dieser hier
programmiert worden oder was auch immer nach dieser Quest. Aber trotzdem, dann hätte es Sinn gemacht. Dann hätte ich es auch verstanden. Okay, Camp bringt mich wieder zurück. Wir haben aber trotzdem, wir sind gerade hier, wir haben noch diese beiden Nebenmissionen. Bevor wir die Karte hier verlassen, würde ich sagen, wir machen die mal. Dazu müssen wir zum Camp zurück und dann uns hier so durchkämpfen. Ist ein Plan, denke ich. Wir waren hier, wir waren dort, wir waren dort. Ach, das ist das Gebiet, wo ich vorhin gesagt habe, ich gehe da noch nicht lang. Da müssen wir dann lang. Jetzt verstehe ich es. Okay. Gut. So. Ich reise mal zum Camp. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Bevor ich zur Front vorrücke, machen wir noch die Nebenmission in diesem Gebiet, weil sonst müsste ich ja zurückreisen. Das ist übrigens etwas, was ich schon mal erwähnt habe. Ich hasse Spiele, die sozusagen dir dann erzählen, aber wir haben ganz viel Zeitdruck und wir müssen uns beeilen und dann hast du noch 300 Nebenmissionen, die du einfach mal kurz mitmachen musst. Ist das das hier? Ist meine Tür. Ich glaube, das ist die, ne? Frischwasserquelle, genau. Ich habe doch gesagt, als ich auf die Karte kam, da ist eine Tür. Keine Ahnung, wo die hinführt. Im Dunkeln. Laufen wir mal durch die Tür. Eine Taschenlampe haben wir nicht. Nette Stollen. Ich weiß nicht, was das war. Oh, wir zwischen mal wieder. Bleiben Sie doch mal weg. Ich will nämlich ein bisschen Rohstoffe sammeln. Ich sollte übrigens mal ganz kurz gucken, weil ich gerade was gefunden habe, was besser ist als das, was ich habe. Hier, die Handschuhe tauschen wir mal aus. Wie sieht's denn aus? Wir haben neue Ausrüstung. Wir sind besser im Gelooteten. Nehmen wir. Wir haben sogar eine neue Hose. Okay, jetzt passt das Oberteil nicht mehr. Nicht mehr hundertprozentig. Und einen neuen Helm. Warum ist denn das jetzt rot? Nachladen, haben wir das doppelt? Nachladeschut, Labergeschoss, deswegen. Weil das ist doppelt drin. Als Fähigkeit. Eine doppelte Fähigkeit und doppelt zählt nicht. Dann addiert sich das leider nicht. Aber das ist ganz gut zu wissen, dass es so ist. Deswegen alles sehr schön. So, also zum Stylischen. Ich muss leider sagen, so ein bisschen stylisch möchte ich es haben. Ich lasse daher die Hose erstmal raus. Wir werden die austauschen, wenn das Oberteil ausgetauscht wird. Ne? Also, wie gesagt, ein bisschen stylisch möchte ich es haben, auch wenn es dann für mich natürlich schwieriger wird. Aber wir spielen ja auf normal. Da müsste das alles gehen. Und spätestens in der nächsten Stadt wird das besser. Das sieht nach Hinterhalt aus. Es war so klar. Ich sehe kaum was. Muss mal nachladen. Warte mal. Lade nach. Reicht's jetzt mal langsam hier mit dem Kreislaufen? Ui, eine Jacke. Vielleicht haben wir jetzt sogar
eine stylische Jacke zu der netten Hose, die wir da vorhin gefunden haben. Okay. Ich weiß, ich habe die Fähigkeit auf 1 gerade aktiv, aber ich lasse sie mal, weil ich nämlich gedacht habe, dass das relativ gut funktioniert. Okay, so, ganz viel Action. Haben wir eine neue Jacke? Nee, haben wir nicht. Nur schlechtere. Aber wir hatten doch gerade eine neue Waffe gefunden. Sogar mit hintereinander wegschießen. Super. Höherer Damage. Es kann sein, dass die ganz gut ist. Und wir haben eine neue Pistole. Mal schauen. Okay, die Musik hört schon wieder nicht auf. Ist das hier ein Fehler in der Karte, dass die Musik nicht aufhört? Wenn ja, wäre das sehr ärgerlich. Muss ich mal dazu sagen, das wäre sehr, sehr ärgerlich. Aber kann natürlich sein. Okay. Gut, wir tun mal so, als ob das hier actionreichmäßig richtig wäre. Hey, alter Mann, wie ist deine Tochter denn auf der falschen Seite der Grenze gelandet? Ich war gerade in Frenchtown, als die Rebellen die Front um Meilen verschoben haben. Theresa war auf der anderen Seite. Erst Jahre später hörte ich von dieser Schmugglerin. Endlich erhielt ich... Entschuldigung, ich muss mal was gucken. Wusste, dass es ihr gut geht. Wenn du die Schmugglerin findest, verschreck sie bitte nicht. Du siehst besonders unglücklich aus. Ach, ich kann charmant sein. Habt ihr es gehört? Erst Jahre später habe ich von meiner Tochter wieder gehört. Die Tochter existiert nicht mehr. Die Schmugglerin nimmt ihn aus. Gut, das Erbe des Outrider oder der Outrider. Actionreich, actionreich, klettern wieder hoch und los. Das ist das Gegenteil einer Willkommensfußmatte. Bitte was? Ach so, die meinte diese Dinger hier. Ich würde gerade sagen, was meinte sie denn gerade? Okay. Hallo. Na, bist du die Schmugglerin? Mal gucken, was jetzt kommt. Ich mache hier immer alles blitzblank und du trampelst rein voller Blut und Gedärm. Jemand muss doch auf dich aufpassen. Ach, ich bringe die ganzen Arschlöcher da draußen die um. Füße küssen vor lauter Dankbarkeit. Ich hab dich aus dem verdammten Hof geholt. Da kann man ruhig mal Danke sagen. Wie oft habe ich für dich schon die Beine Meine breit gemacht und nichts Fresse, davon gehabt? Hör auf zu von meckern. Alles, was du kannst, ist meckern, ich meckern dachte, und mehr meckern. Mehr zum Staub. Soll ich dich retten? Was ist? Wer Woher ist das? Soll ich das wissen? Noch so eine veränderten Fresse. Tja, als was? Müsstest du mich retten. Halt! Wenn du näher kommst, mach ich dich fertig. Ja, klar. Zieh dir aber erst die Hose hoch, die dir an den scheiß Knöcheln hängt. Sobald ich das gemacht habe, lauf ich am Ort. Ich sitze hier bloß rum und putze und du bist immer in Gib mir einfach... Also die Synchronisationsarbeit war da auch nicht wirklich perfekt, aber gut. Ich weiß wirklich nicht, wer von den beiden mir mehr leid tut. Aber ich sollte wenigstens zu Lucy gehen und sie beruhigen. Okay, also das war die Mission, finde Monique. Okay, die wurde nicht entführt. Sie hat sich bloß mit ihrem Freund niedergelassen. Läuft gut mit den beiden. Läuft sehr gut. Huh? Nichts zum Abbauen oder sowas. Okay. Aber ganz ehrlich, das wundert mich gerade. Das war ja das Ding mit dem... finde die Schmugglerin. Ich habe die falsche Mission. Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier. Okay. Gut. Nehmen wir einfach mal so hin. Nehmen wir so hin, weil wir müssen dann hier gar nicht viel machen. Das war einfach nur kurz ein Abstecher in eine nette Cutscene. So, da es hier wieder eine Flagge gibt, ich mache mal wirklich einen Neustart. Ich befürchte,
dass das Programm irgendwie nicht mitkriegt, dass Kämpfe beendet sind. Bis gleich. So, wir sind wieder da an der Stelle, wo ich gerade da runtergeklettert bin. Hier gibt es die Jagd, also damit man das auf der Karte nochmal sieht. Ich hoffe, dass der Soundbug nicht nochmal auftaucht. Ich habe den Eindruck, der taucht auf, weil ich am Ende des Kampfes in das Menü gegangen bin. Also zu schnell, bevor die Musik zu Ende war. Kann sein, muss nicht sein. Wir haben auf jeden Fall hier unten die Jagd und hier haben wir das mit der Tochter. Ein Herz aus Gold. Wir jagen erstmal, ne? Ich sollte meine Fähigkeiten nutzen. Ja, das werden wir wohl brauchen, ne? Die Grubenkönigin. Finde die Kreatur in der Trümmerzone. Machen wir. Eieiei, ich sehe es jetzt schon kommen. Das wird ein Spaß. Erstmal kurz. Nehmen wir mit. So, nehmen wir mit. Wir hüpfen über den Abgrund, damit auch die Gruppe sich nochmal sammeln kann, damit niemand in den Kampf geht, ohne dass sozusagen es Probleme gibt. Ich finde die Art, wie sie es gemacht haben, eigentlich sogar sinnvoll. Andere Spiele machen es halt über Türen oder sowas, die machen das so. So, das war ein Dieb. Soweit, so gut. Jetzt fehlt nur noch die Mutterkönigin hier sozusagen. Okay, nachgeladen ist schon alles. Na, wo bist du denn?